Wow! Oh Gott. Ja, passt. Ich gehe nach Hause. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Ich werde hier etwas verfolgt. Das ist mein neuer bester Kumpel. So, den können wir mal ignorieren. So allzu lang schwimmt der nicht hinterher. Da ist wieder so ein Schwebestein, eine Schwebekuh. Hier sind kleine Wrackteile, die sind mir aber... sind mir erstmal egal. Ist hier kein Wrack oder sowas? Da links ist ein Krokodil. Das ist mir erstmal sehr egal. Da haben wir was. 30 Sekunden. Seegleiterfragment. Neuer Bauplan verfügbar. Seegleiter. Da holen wir uns mal ein bisschen Luft. Wow! Oh Gott! Ja, passt. Ich gehe nach Hause. Mag mich keiner. Ih, da ist so ein Wurmding. Komm, wir gehen nach Hause. Oh shit. Voll an die Luft vergessen. Auf die Luft vergessen. Soundbug? Okay, hallo? Oh, meine Ohren sind wieder klar. Super. Es ist alles super. Ja, so nah am Schiff ist nichts Interessantes mehr. Nicht so wirklich. Hui. So, als erstes mal das Medikit nehmen. Dann sind wir wieder auf 72 HP. Den Fisch können wir auch mal essen. Trinken, trinken, trinken. Das ist ganz wichtig. So, dann habe ich jetzt neu hier dazu bekommen. Den Seegleiter. Kupferdraht brauche ich, Batterie. Schmierstoff, Titan. Titan ist kein Problem. Dann brauchen wir für die Batterie Kupfererz. Oh, habe ich schon wieder kein Kupfererz mehr? Schauen wir mal. Habe ich da noch eine Batterie eingelagert? Keine Batterie eingelagert. Super. Dieses Ding braucht so viel Platz. Wo ist denn das andere Teil? Oh nein, ich wollte es nicht bauen. Na okay. Ist ja nicht weg. Oh, Fasergewebe. Moment, kann ich mit dem Fasergewebe nicht diesen großen Lufttank machen? Wie war das noch? Ach, Silbererz. Wo kriege ich denn Silbererz hin? Blei. Feuerlöscher Kompass. Genau, den Kompass haben wir jetzt auch neu. Silikon, Gummi, Glas, Chlorbleche. Schmierstoff. Schmierstoff haben wir auf jeden Fall. So, Kupferdraht und eine Batterie. Moment, ich werde noch einmal kurz Titan herstellen. Aber jetzt müssen wir uns um Kupfer kümmern.
Schmierstoff. Wo habe ich denn meinen Schmierstoff? Ah, der ist draußen wahrscheinlich am Rumschwimmen irgendwo. Da kann ich aber auch nochmal schauen, ob ich da irgendwo Kupfer reingetan habe. Nö. Das sieht gut aus. Ja, dann gehen wir mal auf die Suche nach Kupfer. Am besten in diese Richtung, weil ich glaube, da waren wir am wenigsten bisher. Und ich muss mich nebenbei wieder ein bisschen um Trinken kümmern. Darum nehmen wir den mit. Dann nehmen wir den mit. Wurzt. So, aber für Kupfer muss ich sehr wahrscheinlich hier in irgendeiner Höhle. Das sieht doch schon. Oh nein! Was war jetzt? Was war jetzt denn? Du bist gestorben und hast ein paar Gegenstände verloren. Was habe ich denn getan? Oh mein Gott, Death Counter Nummer 2. Moment, den Schmierstoff, das habe ich noch. Wie blöd war das denn jetzt? Okay, wir sind in welche Richtung geschwommen? In die Richtung sind wir geschwommen. Was ist denn passiert? Schreibt seine Kommentare. So, ich bin... Bin ich nicht hier runter irgendwo? Ach komm. Da war so eine super Stelle, da waren drei Brocken auf einmal. Ja, ich werde wohl hier gleich runtergehen. Ich war in die Richtung. Ich weiß noch nicht, was ich gegen diese Explosivfischis ausrichten soll und könnte. Immerhin sind die ein bisschen gefährlich. Und kommen mir sehr nahe. Was ist das für ein Symbol? Was ist das da oben rechts für ein Symbol? Was heißt das? Wenn ich draufklicke... Warte, heißt das, ich muss zum Schiff? Den Kommunikator habe ich doch im Schiff, oder? Nee, scheiß drauf, ich muss... Der will gleich auch noch an sein. Ich muss erst Kupfer besorgen. Oh. Ich würde sagen, der Fisch ist neu, aber das ist dieser Glubschfisch? Oder wie hieß der? Ja, der ist nicht neu. Da haben wir was. Ich brauche zwei Kupfer mindestens. Ah, Titan. Oh! Ah, Hilfe! Ich dachte mir, oh, ich drehe mich nicht um. So nah kann der nicht sein. Ah ne, nicht pfeifen im Let's Play, Entschuldigung. Wieder vergessen. Oh Mann. Wow, fuck, ich hab den nicht gesehen. Ih, was ist mit dir? Sie sehen nicht gesund aus. Nimmt der mein Metall mit oder was? Mit dem, der hat einen Ausschlag, aber gar nicht so wenig.
Okay, das war Kupfer. Nice. Hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Energie 52%. Das ist die Taschenlampe, okay. Oh, nee, komm schon. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss... Oh Gott, was ist das? Schlingpflanze. Kugel. Dingens. Da ist noch was. Na, Titan. Strahlung, natürlich, zu nah am Schiff. Leute, ich brauche nur ein dummes Kupfer. Alter, wie schnell mir die Strahlung was abzieht. Oh, nom nom. Kupfer, Kupfer. Ich habe zwei Kupfer. Nichts, ab zum Schiff. So, wir gehen jetzt aber nicht dort durch. Oh, und seht ihr das? Meine Anzeige oben rechts ist weg. Das heißt, der Kommunikator scheint jetzt aus zu sein. Was sehr blöd wäre, weil da haben wir irgendwas verpasst dann. So, das war... Ah, ist das hell! Oh. Das war doch irgendwas von hier. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Oh, cool. Wir haben eine Position jetzt bekommen im PDA. Wir werden jetzt eine Batterie herstellen, das ist kein Problem. Da bin ich rausgeklickt, Entschuldigung. So, das da brauche ich dafür. Achso, einen zweiten auch noch. Moment, den haben wir draußen. Buttermarie. So, und jetzt nur noch ein Kupferdraht. Und ich glaube, ich habe ein Kupfer zu wenig. Ich brauche zwei Kupfer für einmal Kupferdraht. Natürlich. Ah. Ja, ich habe noch genug Plätze frei. Let's go. Wir haben jetzt eh recht schnell den Kupferdraht gefunden. Den Kupfer gefunden. Sagt man der Kupfer oder das Kupfer? Kupfererz! Yes! Das heißt das Kupfererz, aber der Kupfer? Das Kupfer? Hm. So. Kupferdraht. Und wir kriegen den Seegleiter. The Sea Glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Nimm's. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Moment. Der Seegleiter erweitert deinen effektiven Erkundungsbereich. Nimm zu deiner eigenen Sicherheit bei langen Reisen Vorräte mit und bleib in einem Umkreis von 5 Kilometern um die nächste Rettungskapsel oder Basis. So, und diese... Wo ist denn jetzt... Oh, nice. Den kenne ich noch ein bisschen vom Checker. Ich glaube, der hatte den auch gebaut. Wo ist denn hier dieser Notruf, den wir bekommen haben? Ach, da hinten. Untiefen. Besatzung meldet defekten Seegleiter. Gut, ich muss mal schauen, dass ich noch was esse. Oh, Entschuldigung. So, bevor ich hier aus Versehen verfaulten Fisch esse, werde ich die alle mal aussortieren.
ist verfault. Das ist Mr. Croco. Wo ist denn mein anderer Sammelspot? Da haben wir schon. Na komm schon. So schwer zu treffen, die kleinen. Oh, der ist nicht so klein. Oh. Oh, damit kann ich richtig rausspringen. Oh, doch nicht. So, ich brauche jetzt aber noch diese Wasserfische, die Blasenfische. Das machen wir noch schnell in dieser Folge. Dann können wir in der nächsten Folge gleich voll durchstarten und nach diesem Kommunikator suchen, also nach dieser Kommunikationsstelle. Da sind welche dazwischen. Das ist so schön. Jetzt bin ich zum Glück zu schnell für die... Oh Gott, nein. Yay. Ich hoffe, ich kriege das hin, das Spiel schön auf 60 Frames zu rendern. Damit es nicht zu ruckelig ist für euch. Gut, dann ab zum Schiff. Oxygen. So, jetzt einmal alles braten. Oder machen, tun. So, das Wasser. Ich mache zuerst mal das Wasser, weil ich dann auf Nummer sicher gehe, dass ich nicht aus Versehen meine Blasenfische für Essen verbrauche. Ich glaube, die Bumerangfische bringen aber gar nicht so viel, ne? Da bringen die Klubschis mehr. So, da. Super, ist auch schon wieder was drin. Das heißt, das Medikit füllt 50 auf. Ich benutze es noch nicht. Aber wir benutzen Wasser, Wasser. Dem anderen können wir noch warten. Wir nehmen uns ein bisschen Wasser mal mit. Gekochter Bumerangfisch. 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 So, jetzt haben wir noch 21. Das passt. Gut, dann werde ich jetzt noch schnell ein bisschen Platz schaffen. Das heißt, Titan herstellen. Titanbarren herstellen. So, dann Titanbarren einlagern. Der Segleiter verbraucht ganz schön Platz. Wir brauchten so einen Behälter. Komm, nimm mal noch einen Behälter. Die schwimmen ja nicht weg. Gut. Und wenn wir gleich den Behälter gefüllt haben, dann würde ich sagen, fangen wir dann mit der neuen Quest an. Es sind jetzt schon 19 Minuten. Wahnsinn. Also, danke fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn wir auf Erkundungstour gehen. Bis dahin, ciao, ciao.